ein Haifischbecken. Ja, das ist echt heftig. Wir freuen uns über einen Hai und gehen ein paar Meter weiter. Und hier ist Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, heute wird es erstmal draußen gefrühstückt und danach geht es direkt ans Meer. Schönen kleinen Besucher hier. Ja, der ist gerade bei mir hinterm Rücken auf dem Stuhl gelandet, der kleine Kollege hier. Der ist hungrig, oder? Zack, wir sind beach-ready, würde ich sagen, oder? Ja. An dieser Stelle auch noch vielen lieben Dank an Tanja und Markus. Die zwei haben mir nämlich hier die Kappe aus New York mitgebracht. Ups, die setze ich jetzt erstmal auf am Strand, weil die Sonne, die knallt heute mächtig, weil auch wenn ihr in den Himmel guckt, hier ist keine einzige Wolke da. Die letzten zwei Tage oder drei war es immer extrem bewölkt. Ja. Aber heute purer Sonnenschein. Und die Campsite jetzt mal am frühen Morgen zu sehen, ist auch schön, weil im Hintergrund hinten, da kann man bis aufs Meer schauen. Total Hammer. Mega cool gerade mit dem Babyrochen oder mit dem kleinen Rochen. Ich denke, das ist so eine Gattung, die so klein bleibt. Und das Wasser ist hier so verdammt klar. Und um uns herum sind ganz viele Fische, aber so hellere. Die kann man jetzt auf der Kamera schlecht erkennen. Aber das ist echt wie ein Paradies hier, oder? Ja. Wahnsinn. Füßen. Und ist noch einer. Boah. Ist er abgegangen. Boah, die sehen aber richtig schön aus. Mega. Cool, oder? Mega. Richtig, ne? Geil. Richtig schön. Weil die sehen auch voll schön aus, finde ich. Ne? Ja. Das nächste Tier gespottet, da hinten ist ein kleiner Hai. Guck mal, ob wir rankommen. Ja. Bitte? Da vorne. Der hier? Ja, das ist echt heftig. Wir freuen uns über einen Hai und gehen ein paar Meter weiter und hier ist alles voller Haie. Die ganzen schwarzen Flecke da. Alles Haie. Wie heftig ist das denn? Das sind Babyhaie. Ja, trotzdem heftig. Hai ist Hai. Und so Baby sehen die gar nicht aus. Stark.
das heftig. Ja, voll krass. Also gerade wo die auf einen zuschwimmen, ist schon stark. Ja. Hammer hart. Ja, geil, oder? Voll. Pilz. Alles voller Fliegen. Ja, ja. Eine Pilz zum dritten Mal. Neben so eine Kichererbsenpfanne und Gnocchis. Und Pilze. Und Pilze. Mhm. Vergessen. Num, num, num. Und vorne raus haben wir den Meerblick. Aber wir gehen gleich draußen essen. Da hinten. Und so schaut's aus. Guten Hunger. Asien ist immer dabei. Genau. All die Asiasoße. Passend zum Mittagessen ist er auch wieder da. Gerade angeflogen gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr uns hören könnt, weil es schon mal so verdammt windig ist. Aber wir versuchen jetzt nach dem Essen mal den Strand runter zu gehen, anstatt hoch. Und Jessie hat gerade den Königssitz entdeckt. Passt sie genau rein. Das ist der Hammer. Hier ist einfach keine Menschenseele. Wir sind ganz alleine hier. Mit dem Wind. Mit dem Wind. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind heute früher unterwegs und haben auch schon direkt ein paar Tierchen entdeckt. Ja, direkt Kängurus am Strand. Im Hintergrund ist ein Pelikan. Der Tag fängt gut an, würde ich sagen. Schaut mal, wie der Daniel hier einsinkt. Hilfe! Das ist aber echt heftig hier. Schaut mal, eine riesig große Muschel. Ja,
Wahnsinn. Innen drin ist interessant, so richtig gedreht. So eine coole Muschel haben wir auch noch nie gesehen. Verrückt. Ich muss sagen, wir hatten zwei richtig tolle Tage hier, haben echt viele Tiere gesehen, egal ob es jetzt Haie waren, Rochen oder Pelikane, Kängurus, ja. Wallen, aber Tote. Ja, das Rote da. Ah ne, die schwammen auch noch. Ja, stimmt teilweise. Die schwammen auch noch. Und richtig schön hier, also ein wirkliches Paradies, vor allen Dingen, wo wir dann ja um die ganzen mitten in den Haien standen dann. Ne? Ja, das war krass. Das war echt krass, ja. Und wir sind schon mega aufgeregt, denn morgen passiert was ganz Besonderes, ne? Genau. Ja, das war jetzt nichts. Also wir hatten gestern die Manta-Rochen-Tour gebucht und heute ist das Wetter einfach viel zu schlecht, dass der Kapitän gesagt hat, wir können nicht raus. Ja. Ist zu gefährlich. Ja, ist zu windig und wird nichts bringen. Ja, jetzt wird die Tour leider gecancelt und dann gucken wir, was wir die Tage irgendwo nochmal machen können. Aber schade, steht man extra früh auf, geht los. Jetzt steht man wieder am Auto. Kann man nichts machen. Nee. Ne? Ja, wir hoffen, dass es die nächsten Tage klappt. Und Boah, ist das windig. Ja. Kriegt man schon ganzen Sand in die Augen hier. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns trotzdem im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Ich denke, ich gehe mal kurz pinkeln. Ab hier also in das Palettchen und ich zeige euch mal, was sich da drin versteckt.